So, ein herzliches Willkommen zurück zu diesem wunderschönen Need for Speed 3. So, Turnier Profi 04. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Bei Country Woods offensichtlich. 3, 2, 1, los! Ja, das ist doch sehr angenehm hier. Das kann man doch machen. So. Gucken, ach, die Bäume habe ich mir natürlich immer noch nicht genauer angeguckt, was ich hier eigentlich mal vorhatte. Geht genauso gut auch mit dem Auto. Jetzt hat man immer so einen Mutsprung. Oh! Ist nicht so sauber genommen, aber passt schon. Der ist ja auch ein bisschen komplexer jetzt mit Schaltung, ne? Aber eine kleine Herausforderung muss ja neben der KI noch überbleiben. So. So. Ich bin ein Schaltwurm, da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Ja, der hat eine sehr gewöhnungsbedürftige Gangübersetzung. Aber gebt mir ein paar Runden und dann geht das doch wieder. Erstmal wieder reinkommen nach der letzten Fahrt, muss mir erstmal wieder warm werden wieder. Ne? Ich brauche immer meine Warmlaufphase. So, dann gib mal Gasauto. Mit dritten nehmen. Irgendwann gewöhnt man sich hier auch wieder dran, wie man hier schalten muss. Zweite Runde. So. Ah, läuft doch ganz gut. So, Mutkurve. Mutberg, besser gesagt. Aber es ist eigentlich wirklich nur, wenn man diesen gleichen Punkt fahren, dann passiert da auch nichts. Da braucht man gar nicht hochschalten, das bringt nämlich nichts. Weil man muss hier eh lenken. Braucht man gar nicht erst schalten. Ist aber wieder rangekommen, habe ich das Gefühl. So. Aber das reicht nicht, um an mir vorbeizukommen.
Da müsste ich schon ein bisschen mehr Stoff geben. So. Zumal ich jetzt auch langsam wieder reinkomme und auch weiß, auch gelernt habe, wie ich schalten muss auf der Strecke und dem Auto. So, bin ganz gut. So, und Vollgas. Nehmen und Gas geben. Tolle Runde, dritte Runde. Oh, die Abstände. Ja, hier trumpfen sie wahrscheinlich mit der Höchstgeschwindigkeit wieder. Da hab ich ja so... ...so meine Probleme mit dem Auto. Gegen die ehrenwerte KI. Warum auch immer. Oh, das war der erste. Ne, so tief runter wollte ich eigentlich nicht, aber hey. Kam das Heck schön rum. So schlecht war das gar nicht. So, und Vollgas. Lernt man aber relativ schnell, wie man hier schalten muss, das geht schon. So. Das ist die letzte Runde. Beste Runde war es anscheinend nicht. Na gut. Dann halt nicht. So. Boah. Oh, schalt doch runter.
Ja, hier wirklich alles im dritten fahren. Auch wenn es noch so sehr danach aussieht, dass man im vierten gehen könnte. Nein, lohnt sich nicht. So, diesmal nur den zweiten. Ach, fuck. Ah, das kostet so viel Zeit. Komm, gib Gas, gib Gas! Gib doch Gas! Der festgefahren an diesem scheiß Baum. Tödlich sowas. Tödlich. Ja, die Bäume, die hatte ich früher mal besser drauf. Da sind die. Da war die Gelungenquote 100%. Wie man sieht, ist das nicht mehr der Fall. Muss ich mir echt nochmal üben, die Dinger, dass ich das wieder drin habe. Das gefällt mir nicht. So. Ja, die Bäume waren zwar scheiße, aber ich habe immer noch einen immensen Vorsprung. Mich mal interessiert, wie hoch der noch geworden wäre, wenn ich die Bäume nicht gehabt hätte. Aber naja. Sollte nicht sein. Aber ihr könnt es ja ausrechnen, was für eine Rundenzeit und dann. Sie sind Erste. Wir werden es ja merken. Hupe funktioniert auf jeden Fall noch. Das ist ganz wichtig. So, wie sieht's denn hier aus? Okay, SR600. Mit Gesamtpunkten auch. Okay, also. SR600. Es scheint wohl bei der KI auch am besten zu funktionieren. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind eine Top-10-Zeit für diese Strecke gefahren. Ja, so. Jetzt gucken wir mal. Oh, die dritte Runde war ja auch nicht so toll, wenn ich die Zeit mal sehe. Okay, die zweite Runde war am besten. Interessant. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. So, muss ich hier 5 Sekunden aufrechnen. Das heißt, die KI... Na, no. Die sind 3 Minuten Zeiten gefahren, okay. Naja gut, was verliert man bei den Bäumen? Das ist die Frage. Wenn man die Abkürzung nicht nimmt. Könnte sogar die 7 Minuten ausmachen. Aber die kam ja die ganze Zeit nicht vorbei, von daher. Aber ja, tatsächlich die Höchstgeschwindigkeit wieder. Irgendwie hat die KI mit dem Auto eine höhere Höchstgeschwindigkeit. Und deswegen holen sie auch auf der Geraden... Ja, so auf. Das wundert mich. Kann das sein, dass der auf der Automatikgetriebe, dass er da mehr Höchstgeschwindigkeit erreicht? Ansonsten, weil das ist für mich unmöglich zu erreichen, diese Höchstgeschwindigkeit. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man das mit einem Lenkrad vielleicht noch hinkriegen könnte. Aber ich glaube, das ist bei dem Spiel nicht so signifikant wie bei Need for Speed 1. Also... Ja, ist merkwürdig. Er hat irgendwie mehr Höchstgeschwindigkeit. Darum holen sie da auch so auf. Sehr eigenartig auf jeden Fall. Schon echt auffallend. Ja, sehr komische KI auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt noch Schönes? Ach, das, oh Gott. Und das mit Manuellschaltung im Dunkeln. Lecker. 3, 2, 1, los! Oh Gott, auch Licht, so. So, nun bin ich bereit. War ich eben nicht.
Ja, dann brauchen wir für die KI-Strecken, wo es nicht viel Höchstgeschwindigkeit gibt. Ganz einfach. Oh, ist die Sicht schon wieder so mies. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich die eben jetzt fahren muss auf dieser Richtung. Oh, ekelig. Es wird ein Abenteuerin. Oh. Ich sag ja, wird ein Abenteuerin. Boah, und doch kann einer ziemlich gut mithalten, wie ich merke. Jetzt kriegen wir den noch ein bisschen abgeschüttelt in der fernen Zukunft. Ich habe eigentlich keine Lust auf den Typen. Bei dem unheimlich viel mehr Topspeed, komischerweise. Was ich echt merkwürdig finde. Hier werde ich mich ein bisschen schwer tun. Eventuell, weil ich hier diese Fahrtrichtung nicht drauf habe. Mal ist dann auch gleich wieder diese blöden blöde Felsecke da gleich wieder noch kommt, und da habe ich erst recht keinen Peil, wie ich die fahre in dieser Fahrtrichtung und dem Dunklen hier. Da muss ich mich erstmal wieder eingewöhnen. Ja, genau diese Stelle hier. Oh ja, maximal beschissen gefahren auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo der scheiß Busch war. Aber gut, die KI ist weit zurück, sehe ich gerade. Das ist natürlich ein Vorteil. So, jetzt mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Wo könnte der Busch jetzt sein? Scheint einfach nur rückwärts zu sein. Dann muss der... Oh, fuck. Das ist einfach nur rückwärts, ja. Wo ist denn der Busch dann? Oh Gott. Echt nicht meine Ecke, da holt die KI immer ein bisschen auf. Was mache ich denn jetzt? Ja. Ich irgendwie gerade was verpeilt bei der Fahrt. Nicht gut, weil jetzt hat die KI natürlich wieder einen Vorsprung. Jetzt muss ich natürlich erneut davon fahren. Aber wo ist der scheiß Busch jetzt? Ich müsste eigentlich
von links nach rechts rüber sein, glaube ich. Oder? Oh Gott, ey. Wie ist das jetzt rückwärts? Ich kann mich das gerade echt nicht... Aber die KI hält ja echt gut mit, muss man ihr lassen. Trotzdem ich den Fahrfehler drin habe, aber... Ah, ich glaube rechts, sondern links rüber irgendwie. So, also ich versuch's mal mit rechts. Dann links rüber irgendwie. Das war richtig, jo. Ja, das war richtig. Und wenigstens ist das wieder richtig. Sowas muss man sich dann auch noch während der Fahrt irgendwie überlegen. Ich fahre der KI zwar davon, aber sie ist zäh, sie bleibt dran. Tolle Runde, dritte Runde. Ja, toll war die Runde jetzt nicht, aber gut, passt schon. Ja, hier können die KI mega aufholen, weil ich hier bei Rückwärtsfahrt keine gute Linie für mich finde. Das ist echt ein Problem. Obwohl das eigentlich gar nicht schwer ist mit dem Auto, aber... Irgendwie trotzdem. So, links rumfahren. Nicht so wie letztes Mal. Oh, die KI will es jetzt echt wissen, man merkt das. Gibt jetzt echt mehr Stoff. Als in den... vorigen Strecken. In den ersten Strecken war sie echt langsam unterwegs, aber hier gibt es echt mal ein bisschen Stoff. Sagen wir es mal so, sie hält mit der Klasse C schon deutlich besser mit als mit dem A-Wagen. Ein bisschen schade, dass sie da mit der Höchstgeschwindigkeit cheaten muss. Falls sie es denn tut, ich weiß es ja nicht. Aber ich würde das annehmen, weil ich weiß nicht, wie ich mit dem Wagen auf irgendeiner Strecke 255 fahren soll. Das ist mir ein komplettes Rätsel, wie das bitteschön gehen soll. Unser vierten ist er gesprungen. So. Ah, 10 Sekunden wieder. Das ist Ihre beste Runde, letzte Runde. Ja, wenn es nicht Nachtfahrt wäre,
dann wäre das schon deutlich entspannter hier. Aber die Nachtfahrt, das ist natürlich echt eine Herausforderung in diesem Spiel, weil man hier echt nicht viel sieht. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt mehr als ihr seht. Es ist halt wirklich so dunkel. Nicht da hoch, mein Alter, das hat Zeit gekostet, aber wie? Ja, hier fühle ich mich auch echt nicht wohl. Bin immer froh, wenn ich aus diesem Eck raus bin. So. Hängt hier ein Begrenzer, ich sehe das schon, aber es lohnt einfach nicht, den fünften reinzuknallen, schon gar nicht in der Bergauffahrt, weil dann sowieso wieder untertourt und es endlich dann langsamer ist. Deswegen. Man hat da letztendlich dann nichts von. Aber hier hat man was davon. Hier definitiv. So, wieder einen vierten rein. Dann wieder rechts bleiben. So. Aber umso länger man fährt, und so besser kapiert man das auch mit den Felsen und überhaupt die Strecke wieder. Ja, die vierte Runde klappt eigentlich immer am besten. Ist halt echt so. Das ist Ihre beste Runde. Sie haben das Rennen gewonnen. Ja, letztendlich dann doch wieder Hochruß gewonnen. Haha. Jo, aber die heizen echt gut ein, die Mercedes, da muss man echt Gas geben. Die ganzen Mercedes, ja. Aber echt wahr. Ja, und bei der Strecke muss man halt auch Feuer geben, weil da gibt es keine Abkürzung. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind eine Top-10-Zeit für diese Strecke gefahren. Aber wieder deutlich mehr Top-Speed, ne? Ja, das ist echt komisch, dass die das haben. Oh, 2 Sekunden habe ich nochmal rausgeholt in der letzten, ne? Tja. Ah gut, aber die sind schon deutlich langsamer. 5 Sekunden auf jeden Fall. Der hat die schlechteste letzte Runde gefahren, okay. Naja. Na gut. Oh. 05, ne? 06, glaube ich. So, ein Rennen gibt es noch. Welches ist denn das noch? Wir haben jetzt natürlich schon eine ganze Weile gefahren, aber es kann ja eigentlich nur noch... Ach nee, Summit wird das dann wahrscheinlich sein. Ja gut, das fahre ich jetzt trotzdem noch mit euch. Ich schätze mal, dass es Summit ist. Ach, Aquatik haben wir ja auch noch. Oh. 3. Dann fahre ich das nicht mehr mit euch. Dann wird es mich Aquatica und noch eine Strecke sein. Nee, dann mache ich jetzt erstmal Schluss. Sonst wird mir das zu lang und der nächste Part zu kurz. Dann mache ich jetzt erstmal Schluss. Ja, und dann sehen wir uns mit dem Rest im nächsten Part. Bye, bye.